Preußen. Genauer gesagt Ostpreußen. Im Jahre 1800... Ach, das ist nicht so wichtig. In Königsberg wird soeben eine ungewöhnlich unbescheidene Roggenbelieferung bestätigt. Vor gut einem Jahr hat die neuartige Technologie des Telegrafenwesens Einzug selbst in die kleinsten masurischen Postämter gehalten. Wichtige Marschbefehle und auch ordinäre Botschaften für den kleinen Mann, alles durch einen Draht. Hurra! In Tilsit ist man besonders stolz auf das neue Lungenschattensanatorium in den Tilsiter Sümpfen und das moderne und zuverlässige Postsystem. Das ist der Postmeister und der allgemeine Logistikspezialist Max Bimbös. Er nimmt seinen Beruf sehr ernst. Im Moment empfängt er das erste Telegramm seines Lebens aus Königsberg. Königsberg! 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 Ein Telegramm aus Königsberg! Ein Telegramm. Sehe ich doch. Aus Königsberg. Bumsippen. Machen Sie mobil. Das war General von Kreuznippel, ein großer Stratege. Manchmal. Er liebt kräftige Katapulte und schwächliche Frauenzimmer. Auf dem Schlachtfeld ist er zu Hause, aber zum Essen geht er heim. Heute kann er sein ganzes militärisches Können unter Beweis stellen. Im Kampf gegen... Doch, das ist nicht so wichtig. Im Zweifelsfall trägt sein treuer Adjutant, Leutnant von Bovensiepen, jegliche Verantwortung. Thomas ist ein militärischer Feingeist, der auch auf dem Schlachtfeld mit guten Manieren glänzen kann. Zigarre! Zusammen haben die beiden richtig Spaß am Gefecht. So ein Spektakel, Bovensiepen! Bis einer weint, denn auch im preußischen Heer gibt es Reglements und Spielverderber. Kreuznippel! Wissen Sie, was das ist? Das ist das Telegramm aus Königsberg, deswegen sind wir ja hier. Schade. Denn in Tilsit ist man besonders stolz auf die gnadenlos konsequente Rechtsprechung, vor allem bei Kriegstreibern. Gustav! Gustav! Theophil! Die Mama
muss ich meine Melange alleine trinken, Gustav. Profischippen! Kreuznebel! Kreuznebel! Höret her, seine Exzellenz, der oberste Kammerrichter, Justizienrat von Perusa. Hiermit eröffne ich die Verhandlung gegen Brigadegeneral Gustav Karl Nepomuk Giesbert, Freiherr von Kreuznippel. Geboren am... Das muss ein Druckfehler sein. Als Ihr Verteidiger ist heute erschienen Dr. Klausel Salvator und die königlich-preußische Staatsanwaltschaft vertritt Wilhelm von Stockach-Witzleben. Sie sind angeklagt der Kriegstreiberei, des eigenständigen militärischen Handelns und der vorsätzlichen Insubordination. Füsilieren! Kettenfeldern! Bekennen Sie sich schuldig, ja oder nein? Das heißt dann wohl nein. Herr Verteidiger, Sie haben das Wort. Hohes Gericht, geschätzte Bürger der Verwaltungsgemeinde Oberes Memelland, haben wir nicht alle in der Schule gelernt, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist die Linie. Ei! Ergo, mein Mandant, der von uns allen geschätzte Herr General von Kreuznippel, kann überhaupt nie schuldig sein. Notabene. Gestatten Sie mir einen Versuch. Stattgegeben. Gehen wir für einen kurzen Moment davon aus. Kain hat Abel nicht erschlagen. Dann kommen wir an einen Punkt. Herr Verteidiger, hören Sie bitte auf zu salbadern. Sie drehen sich im Kreis. Ich drehe mich in einem Kreis. So, jetzt drehe ich mich in einem Kreis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer von Ihnen bestreitet, dass ich mich jetzt in einem Kreis drehe? Herr Verteidiger, Sie können nun aufhören, sich in einem Kreis zu drehen. Sie haben mir durchaus ein plastisches Exempel verstanden. Keine weiteren Fragen. Das war ja ein glänzendes Eröffnungsplädoyer. Herr Staatsanwalt, bitte. Danke, Gottlieb.
Verehrtes Auditorium, wir haben es doch hier ganz offenbar mit der wahrhaft niederträchtigsten Kreatur zu tun, die unser glorreiches und bis dato unbeflecktes urpreußisches Heer jemals hervorgebracht hat. Oh! Dieses Telegramm, ordnungsgemäß verschickt, empfangen und abgestempelt. Diese Depesche, dieser Fetzen Papier, offenbart alles. Doch dazu später mehr. In den Zeugen stammt Wolfhelm Ignaz Rinderle, Oberkanonier. Der Oberkanonier hört nicht mehr so gut. Ich war am fraglichen Tage Mitglied des Gerichtsstandes. Als solches kann ich sagen, es handelt sich lediglich um eine Übung. Übung? Bei dieser Übung sind Menschen ums Leben gekommen. Zum Befehl, Herr Gerichtsrat! Herr Oberkanonier, Sie kennen den Angeklagten persönlich. Sie haben jahrelang unter ihm gedient. Ich stelle Ihnen jetzt eine Frage, Herr Oberkanonier. Und ich bitte Sie nicht mehr von einem Zettel abzulesen, den der Angeklagte ganz offenkundig vor der Verhandlung zugesteckt hat. Herr Staatsanwalt! Ich habe garantiert nie irgendwelche Geschenke vom Herrn General angenommen. Auch keine Blumengeschenke! Was entlastet Sie? Herr Oberkanonier, können Sie mich verstehen? Doppelt negiert bedeutet ja. Herr Oberkanonier, Sie verstricken sich. Oh. Hausgericht, Einspruch. Dieses ausgezehrte Subjekt ist im Luftkurort Tilsit, insbesondere den Kurgästen, wohl bekannt als Sittenstrolch. Herr Verteidiger, Sie salbadern schon wieder. Ja, lassen Sie mich deutlicher werden. Wir alle kennen ein gewisses Gebäude in der Hans-A-Straße. Dort und in allen anderen einschlägigen Etablissements hatte der Herr Oberkanonier intimen Kontakt zu Frauenzimmern von äußerst zweifelhaftem Ruf. Oh. Das ist ja widerlich. Er entbehrt somit jeglicher Moral und ist als Zeuge absolut unzulässig. Ihrem Antrag wird stattgegeben. Herr Zeuge, Sie dürfen sich setzen. Als nächstes bitten wir Herrn... Wilhelm, entschuldige, aber das ist meine Aufgabe. Wir rufen Max Jonathan Bimpers, Postmeister und allgemeiner Logistikspezialist. Max Jonathan Bimpers, Sie sind, wie ich hier den Unterlagen entnehme, ja tatsächlich der einzige der Zeugen, der zum ersten Male an einer Gerichtsverhandlung teilnimmt. Sie müssen daher zunächst den Eid schwören. Sprechen Sie mir nach. Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre nichts. Gott war so, war Gott so. Mir? Danke, Max. Max Jonathan Bimbös, Sie sind es doch gewesen, der diesen scheinbar unbedeutenden Wisch empfangen und kopiert hat. Nun, ich habe... Ja oder nein? Ja oder nein? Insofern waren Sie sich des Inhalts jederzeit gewärtig, Herr Bimbös. Irgendetwas ist doch hier
Ist es möglich, dass ein Mann, der seit 5 Minuten verhört wird, erst jetzt beginnt zu atmen? Hey! Sie sind doch ein schlauer Bauernbursch, Bimbös. Können Sie den Inhalt des Telegramms rekapitulieren? Es ging um eine Lieferung einer erstaunlich großen Menge von Roggenmehl. Erstaunlich groß? Was bedeutet das für Sie? Nun, 28 Tonnen. 29. 28 Tonnen Roggenmehl. Und wer hat die geordert? Ich. Max, das da ist der Herr Gerichtsrat. Und das da ist der Angeklagte. Und ich bin der Staatsanwalt. Also halten Sie sich zum Narren! Es war der General. Oh. Welcher General? Der da von Kreuznippen. Ey! Ey! Keine weiteren Fragen. Danke, Max. Max, das war ja keine Glanzleistung. Ja? Schon sehr. Bringen Sie mir entlastendes Beweismaterial. Sofort. Aber woher? Ich weiß es nicht. Was zu sagen. Wir haben scheint's noch eine freiwillige Zeugin. Sie meint etwas zum Fortgang der Verhandlung beitragen zu können. Frau Maria Kulicek, Marktfrau. Mit Diplom. Man hat meinen Marktstand ruiniert. Trotzdem auf einen Kohlköpfen! Möge der Teufel sie holen! Sie haben mich ruiniert! Wenn man ihnen einen Trichter mit Zackenrad in den Arm rammen und ihre Gedärme mit flüssigem Feuer füllen! Was Sie da erzählt, ist recht nett. Aber es tut hier nichts zur Sache. Ja? Hat sie auch noch etwas zur Sache beizutragen? Bitte sprechen Sie um Gottes Willen! Diese lächerlichen Figuren eigentlich so bedeuten. Warten Sie es ab. Was
hat sie. Ich sehe einen Schuldigen. Wo? Ja! Das war ganz ausgezeichnet. Hole Sie sich Ihr Honorar beim Gerichtsschreiber ab. Frau Kulicek? Vater! Vater! Doppelt genäht hält besser. Vater, ich bin in Not. Lass mich nachdenken, Sohn. Gebranntes Kind hat knusprige Finger. General, ist Ihnen nicht wohl? Alles in Ordnung, Bubensieb. Sieht nur nicht so gut aus für uns. Nun schon seit 12,5 Jahren. Sie wissen, Christus vergibt allen Sündern. Aber vor genau 12 Jahren und 4 Monaten ereignete sich etwas sehr Obskures. Der Herr General war mir gegenüber schon immer etwas ausfällig. Ich freue mich, weil das Schäfchen findet erst recht spät den Weg. Ja, ich mag Schäfchen sehr gerne. Er benutzte damals unerhört blasphemische Schmutzwörter in süddeutscher Manier. Ich erinnere mich noch genau daran, denn es war das einzige Mal, dass der Herr General die Kirche besuchte. Das ist nicht wahr! Ich mag Schäfchen sehr gerne. Es trug sich nämlich so zu. Ich ging damals lustwandelnd durch das Kirchenschiff. Herr General. Herr Gemeinspfarrer. Ich freue mich. Ich mich auch. Manches Schäfchen findet erst recht spät zu uns. Schäfchen? Ja, ich mag Schäfchen sehr gerne, Herr Gewinnspfarrer. Au, au, au! Sag mal bitte. Entschuldigung. Das macht doch nichts. Das freut mich. Na dann, Gott sei mit Ihnen, oder wie sagen Sie immer? Wiedersehen. Wiedersehen. So ein netter Mensch. Sie wollen einem Mann Gottes unterstellen, er lüge? Ich sehe einen Schuldigen. Da. Frau Kulicek, bitte, es reicht. Lassen Sie mich den Versuch eines Gleichnisses wagen. Nehmen wir eine Herde weißer, friedlicher Schäfchen, deren Hirte Justen austrat. Sogleich lugt hinter einem scharfen Felsvorsprung ein knöchern schwarzes Schaf hervor und mischt sich dreist der Menge bei. Und durch diesen einen faulgen Apfel gerät die ganze Herde
in eine unaufhaltsame Fäulnis. Ich kann über den Seelenzustand des Herrn Generals nur sagen, er ist ein ausgesprochen sündig lasterhaftes Wesen und besitzt keinerlei Gottesfurcht. Wir unterbrechen nun für eine kleine Pause. Für das leibliche Wohl sorgt die Zentrumspartei unter dem Vorsitz unseres werten Herrn Bürgermeisters, die einen Stand mit Kaffee und Kuchen in der Parteifarbe Grau spendet. Die Verköstigung findet im Gerichtsgarten statt. Jetzt hör doch mal auf mit der Fummelei. Das ist ja furchtbar. Nein, jetzt wird es mal wenig. Ah, General! Darf ich Sie im Namen unserer Partei mit einem Stückchen Torte aufmuntern? Das ist mein Sekretär, Herr Schleichwinkel. Guten Tag. Das ist meine Tochter Amalie. Amalie, ich habe schon sehr viel von Ihrem musischen Talent gehört. Ach, Amalie, Kaffee bitte. Nun, Herr General, das mit dem Krieg war ja ein Schnellschuss. Nun, Sie wissen ja, der Sommer kommt, der Sommer und unser Schleichenkel. Kohlenkeller? Kohlenkeller. Im Rathaus bedürfte einer kleinen Grundreinigung. Und Sie und Ihre Männer? Ja. Wir würden uns natürlich erkenntlich zeigen. Worauf wollen Sie hinaus? Wenn Sie mit anpacken könnten, Reinigung des Kohlenkellers, also mein Sekretär und ich, wir würden natürlich mit anpacken. Sag ich mal, geht's Ihnen noch ganz gut? Ach, fast hätte ich vergessen. Meine Tochter hat was Kleines vorbereitet. Sie sehen, wir tun alles, um Sie aufzumuntern. Amalie. Die schwarze Glut, die zehret, die mir den Leib beschweret, die... Tulp? Die Tulp, um die ich trauere, liegt unter einer Mauer. Hinfort ist sie gegangen, kehrt nimmer mehr zurück. Ja, ich trauere heute um meiner Jugend Glück. Das war wunderschön. Jetzt geht's mir schon viel besser. Kreuznippel! Alter Hauding! Friedrich! Sie kennen sich? Ja, wir waren gemeinsam auf den Düppler Schanzen. Ja, ja, die Düppler Schanzen. Der Kollege hat uns beinahe die Schlacht versaut. Naja, wir haben ja gewonnen. Na, euer Kommandeur, der hatte einen genialen Plan. Hat das ganze Schlachtfeld unter Wasser gesetzt, zur Verwirrung des Gegners. Herr General, das habe ich ja noch nie gehört. Sie halten sich doch einen dummen Schnabel. Na, wie dem auch sei, darf ich den Herrn meine Tochter vorstellen, ja? Waltraud! Au chantier, Madame. Es ist mehr Familie. Ganz meinerseits. Ich habe auch eine Tochter. Henriette, die Brille. Donnerwetter! Was ist denn? Na, immer noch mit diesen Katapulten an vorderster Front? Was verstehen Sie? Der Kerl hatte einen Nerv, kann ich Ihnen sagen. Wir stehen auf einer Anhöhe und vor uns formiert sich eine ganze Division. 25.000 Mann. 25.000 Österreicher. Oh Gott, doch so was. Meine Frau ist Österreicherin. Das tut mir leid. Ja, und der,
Der Kollege hat doch tatsächlich den Nerv zu sagen, ohne mindestens zwei Dutzend von diesen Nippel, wie heißen die Dinger? Federspannkatapulte. Federspannkatapulte! Henry hat jetzt noch auf! Ich bitte in den Zeugenstand Leutnant Thomas Karl Maria Alfons Tizian von Bovensippen an der Schleiz, Stabsleutnant. Machen Sie jetzt bloß keinen Fehler, Bovensippen. Herr Leutnant, wie lange dienen Sie unter dem Herrn General? Nun, 2 Jahre, 7 Monate und 23 Tage. Nun, sind Ihnen irgendwelche Absonderlichkeiten des Herrn Generals aufgefallen? Nein. Vielleicht frage ich anders. Schildern Sie uns doch einmal den Tagesablauf des Herrn Generals. Das weiß ich. In der Früh um 5 stehe ich auf und schicke meinen Burschen Jaromil in den Wald, um frische Wurzeln für den Wurzeltee des Herrn Generals zu sammeln. Diesen serviere ich ihm dann um 11.30 Uhr ans Bett. Dann lasse ich den Herrn General für eine Stunde alleine, denn der Tee muss ja abkühlen und er muss ihn dann vermittels eines Strohhalms zu sich nehmen. Denn sonst müsste er sich ja aufsetzen. Und dann bringe ich ihm die Post ans Bett. Er lese sie ihm vor und er wird dann meistens laut. Dann ist er wach. Er steht auf und macht seinen Morgensport. Und wie sieht dieser Morgensport aus? Nun, er geht ans Fenster und schießt mit seiner Armbrust wahllos in den nahegelegenen Tiergarten. Dann ist er meistens gut gelaunt. Und wann bequemt sich der General aus seinem Schlafgemach denn in sein Büro? Manchmal gar nicht. Naja, in der Regel so eine Stunde später, gegen 4. Was macht er dann im Büro? Nun, wir sitzen beide auf dem Boden. Am Boden? Ja, wir haben auf dem hellen Parkett alle wichtigen Schlachtlinien eingeritzt. Sie wissen, dass in diesem Haus und nicht auf dem Memel, wie allseits vermutet, der Frieden von Tilsit geschlossen wurde. Und Sie ritzen den Boden, auf dem bereits Napoleon und der Zar... Napoleon, das sagt der Herr General immer. Auch bei Napoleon wurden die wichtigsten Schlachten auf dem Parkett entschieden. Lassen wir das. Es berührt mich zu sehr. Herr Leutnant, Sie kennen diese Briefe? Natürlich. Das sind die Liebesbriefe des Herrn Generals an seine Geliebte in Wien. Ach, tatsächlich? Gestatten Sie dann, dass wir daraus vorlesen? Natürlich. General, das entlastet Sie. Geliebte Theophila, mein Busen spannt. Ach, und oh weh, mein Busen spannt. Oder hier. Mir gelüstet, ei, gelüstet, ei, bin ich gar ein Lüster. Auf das dich treff, mein güldner Strahl, auf das dich neck, mein harter Gral. Das ist ja widerlich.
Wir haben unseren treuen Postmeister Max recherchieren lassen. Und nun, meine Damen, bewahren Sie Kontenance. In der Sackerlgasse 7¼, im 6. Bezirk in Wien, gibt es keine Theophila von Kubini. Hey. Sagen Sie mir. Ich bitte Sie, sagen Sie mir. Was wollen Sie einem armen, alten Mann wie mir eigentlich noch antun? Es handelt sich doch lediglich um einen Irrtum. Ich habe statt 29 Unzen habe ich 29 Tonnen Roggenmehl bestellt. Na und? Ich habe das Rezept falsch gelesen. Oder Bovensiepen. Wahrscheinlich. Wollen Sie damit sagen, Herr General, unschuldige Menschen mussten ihr Leben lassen, weil Sie sich in einem Rezept verlesen haben? Na gut. Bovensiepen und ich, wir wollten einen Tag der offenen Tür veranstalten. Mit Katapultweitschießen und Kletterböcken und wie man sich das eben so vorstellt. Ich wollte immer schon ein General zum Anfassen sein. Für Kinder. Da habe ich mit dem Bovensiepen dieses Rezept ausgegraben. Für kleine Laugenkatapulte. Für Kinder. Ich mag Kinder. Du, kleiner Wutz, kann so ein armer alter Opa denn böse sein? Hm? Er hat das Kind gezwickt! Schieß ihn auf! Auf, auf, auf! Meine Damen, meine Herren, Seine Majestät hat mobil gemacht. Wir befinden uns ab jetzt im Kriegszustand. Frau Kulitschek, glaubt Sie, das königlich-preußische Gericht kauft Zeugen? Guten Tag, Frau Kulitschek. Ja. Ich habe einen Bauchweh. General, der Krieg ist wirklich ausgebrochen. Kommen Sie hoch, General. Ich kann selber aufstehen. Das war's nicht so simpel. Immer. Jetzt. Jawohl. Das wird Sie entlassen, so wahr ich der Bimbus bin. Geben Sie das her! Zu spät, Max. Feuervogel fängt den Wurm. Ha, 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 ha.
Früher Vogelfänger. Ausgezeichnet, Herr General. Ausgezeichnet. Früher Vogel. Ja. Solche Sprichwörter muss man richtig setzen. Ja, ja, durchaus. Ja. Habe ich von meinem Vater. Dieser arme Max tut dem schon ein bisschen leid. Nun ja, nun ja. So, wahrscheinlich hat er sich abgehetzt. Ja. Bobensiepen, kennen Sie die Frauenzimmer? Das sind Hügel über Hügel und Kurven über Kurven. Verstehen Sie nicht, Bobensiepen? Nein. Denken Sie lieber an Ihre Mutter. Schreiben Sie einen Brief oder sowas. Jawohl, tue ich täglich, Herr General. Schreiben Sie ihr, dass es Ihnen gut geht. Mütter wollen Sie was hören. Herr General, gestatten Sie eine Frage? Ja. Was ist in der Kiste, Herr General?